Und, Atze, bist du gut vorbereitet? Ja, selbstverständlich. Ja, Stadt mit K? Karstadt. Herzlich willkommen bei Stadtland Punkt Punkt Punkt. Und hier ist Ihr Gastgeber, Micky Beisenherz. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer Sendung. Sie sind ja wahnsinnig. Sie sind ja wahnsinnig. Kinder, bitte, bitte, bitte. Vielen Dank. Ja. Herzlich willkommen bei Stadt, Land, dem ersten Promi-Spezial einer Sendung, die es vorher noch nie gegeben hat. Unser brandneues Quiz bei RTL 2. Erleben Sie es, wenn Prominente uns die Welt erklären, so wie Sie sie persönlich wahrnehmen. Und hier sind unsere prominenten Kandidaten. Der Mann, dessen Frisur in den Kellern des Pentagon entworfen wurde, Atze Schröder. Hier ist die Mette Marit von ProSieben, Charlotte, die tolle Engelhardt. Der Mann mit mehr Identitäten als ein bulgarischer Scheckkartenbetrüger, Matze Knob. Und bekannter, aber auch lauter als der Kölner Dom, Hella von Sinn. Seid ihr stark klar? Voll. Ja. Voll. Dann möchte ich euch zuallererst mit unseren Kategorien konfrontieren. Und die sind Stadt, Land. Moment. Die Guten kommen erst. Gründe, fremd zu gehen. Das ist schon sehr spannend. Das sollte ein Haustier können. Damit kann man angeben. Und Dinge, die man sammeln kann. Eins gilt es natürlich noch zu erklären. Ich werde gleich einen Buzzer betätigen, um den Buchstaben auszuwählen. Und dann werde ich Stopp drücken und dann wird der Buchstabe da sein. Der erste Kandidat, der alle 6 Kategorien vollgeschrieben hat, der wird dann diesen Buzzer betätigen und Stopp drücken. Jetzt wollen wir uns gar nicht mehr länger aufhalten. Los geht's! Der erste Buchstabe ist das F. Eins habe ich gesagt, das berühmte F-Wort benutzt ihr heute bitte nicht. Ich habe ein Vetorecht. Das sind hier nicht. Das hättest du eher sagen. Es sind hier nicht. Das sind hier nicht die Ingo Appelt-Festspiele. Ja, ja, wir machen es wie in einer guten Ehe. Das F-Wort ist ab sofort gestrichen. Es war zu spät bei mir. Ja, das musst du einfach kurz durchstreichen. Na. Du bist ja ein brillanter Geist, Atze. Die werden sofort ganz viele andere Begriffe einfallen. Ja. Es sind Kategorien Stadt, Land, kennt ihr, Gründe fremd zu gehen, das sollte ein Haustier können, damit kann man angeben und Dinge, die man sammeln kann, das sollte ein Haustier können, da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was für Antworten kommen werden. Ja, und Gründe, um fremd zu gehen, ich sag mal, das wird ja... Natürlich, der ein oder andere sich fragen, kann es vielleicht daran liegen, dass Frau von Sinnen ja in puncto Land einen kleinen Flaggenvorteil hat? Danke, dass Sie das ansprechen, Herr Beisenherz. Vor allem habe ich für die Charlotte. Das bist du, glaube ich, ne? Das bin ich, Norwegen. Ja. Sag's mal so. Wie schön. Für den einen ist es nur ein Overall, für die anderen der größte Spickzettel der Welt. Aber ja. Okay. Ja. So. Wir starten hochseriös mit einer Stadt mit F. Und Herr Schröder musste sich kurzfristig umstellen. Und das Wort werden wir jetzt einmal kurz benutzen. Sie hatten ursprünglich Fickmühlen. Ja. Und Moment, diese Stadt gibt's wirklich. Und zwar ist sie bei Bremerhaven. Ne? So, ihr hinter mir wird schon genickt. Also selbstverständlich. Aber wir konnten das. Wir haben das F-Wort jetzt einmal ausgeschlossen. Ja, das ist mein Fehler. Aber und deshalb habe ich Flensburg noch dazu geschrieben. Eine Stadt, die allerdings auch sehr viel mit Ficken zu tun hat. Wie schön. Frau Engelhardt, Stadt mit Danke. F. Frankfurt. Frankfurt der Nietzsche. Ja. Frankfurt. Ja, absolut korrekt. Passt. Ne? Absolut richtig. Ja, Matze. Ich war noch nicht so weit. Du hast auch in der Schule immer länger.
Wer kann denn damit rechnen, dass sie so schnell da drauf haut? Aber ich finde es interessant, bei Stadt mit F erstmal sicherheitshalber einen T zu schreiben. Einmal T. Alles gut. Da fehlt doch der Strich. Ich hatte doch. Ella, was hast du? Fulda. 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 Das können wir absolut so stehen lassen. Es geht. 10 Punkte für Atze, es gibt 10 Punkte für Charlotte, es gibt leider für das T gibt es 0 Punkte und 10 Punkte für Frau von Sinn, mit der ich jetzt auch weitermachen werde. Ich sag's mal so, ein Land mit F. Was haben Sie geschrieben, Frau von Sinn? Frankreich, Frankreich. Ja. Ich tue das nicht. In diesem Falle hat Herr Knob, wie ich da gerade sehen kann, dann nochmal den etwas weiteren Kniff gewählt. Ich muss das Tee wieder aufholen. Ja, du musst das Tee wieder aufholen. Was hast du geschrieben? Französisch Guayana. Ja, ich dachte mal, es wäre ein. Oh! Muss man natürlich sagen. Das ist übrigens für den RTL 2 Zuschauer, es ist kein sexuelles Stimulanzmittel, sondern es ist tatsächlich, es zählt. Ja, Frau Engelhardt. Frankreich auch. Ja, ist ja absolut korrekt. Da kann man ja jetzt nicht meckern. Und jetzt kommt noch Atze Schröder, der Kosmopolit, der Weltenbummler. Das sind die Fizis. Ja. Hallo. Das Schöne, das Edle. Also da fehlen aber die Inseln, nicht? Also das. Nein, das Land heißt Fidschi, Hauptstadt Suva. Übrigens, wenn du so Hallöchen, hier, hallo, Herr Schröder. Französisch Guyana gibt's nicht mehr. Das heißt nur noch Guyana. Ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ich war da letzte Woche im Urlaub, das haben Sie jetzt wieder eingeführt. Wenn du da in Urlaub warst, also, wurde was an. Okay. Raketentourist. Aber und da gilt wieder das alte Sprichwort: Wer Wind sät, wird Atze Schröder. Wer Wind sät, kann die Ernte gleich mitnehmen, ja. Okay, wir kommen zu den Punkten. 10 Punkte für Herrn Schröder. Ja, und dann kriegen natürlich alle anderen kriegen jetzt einfach mal 5. Weil wir mit Frankreich und Französisch, dann wollen wir das, an dieser Stelle wollen wir nicht besonders kleinlich sein. Da kriegt dann Herr Knob für Französisch Guyana für das in Klammern, kriegt er 5 Punkte und dann ist Ruhe. Okay, so, weiter geht's. Gründe, fremd zu gehen. Atze, was hast du da stehen? Fremdgehen. Und das ist wirklich. Das finde ich ja gut erklärt. Erklär uns das doch bitte mal ganz genau. Ja, da muss ich ziemlich weit ausholen. Oh nein. Ja, also es gibt ja, eigentlich gibt es ja keine Gründe, fremd zu gehen. Nein. Ne? Das sag ich jetzt mal. Und manchmal passiert es einfach. Ne? Gerade als Frau, man ist natürlich in der Gefühls... Man ist mitfühlend, man kümmert sich um die, denen es nicht so gut geht. Man nimmt mal jemanden in den Arm und plötzlich ist man fremdgegangen. Man kann gar nichts dafür. Also so wie ich dich verstehe, weil du sagst, man kümmert sich um die, da klingt es so ein bisschen nach karitativem Beschlafen. Ja. Kann man das so nennen? Ja? Das meine ich. Okay. Gut. Das ist ja, ich will es ja nur erklärt haben. Aber ich habe gerade ganz anders verstanden. Das war das sehr logisch. Wenn der Partner fremd geht, dass man dann als Retourkutsche auch fremd so geht. So war es. So war es doch auch. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auf. Ja. So war es gedacht, so war es gedacht. Frau Engelhardt. Ja, Fußfetisch. Ja. Dachte ich. Findet man ja nicht immer also, in der eigenen Beziehung. Richtig. Das nehme ich. Ich wollte eigentlich nur Fetisch schreiben, aber dann Fuß und dann kam ich so ein Stress. Oh ja. Matze, ja. Was sind die Gründe, um fremd zu gehen für dich? Ja, sicherlich. Wir haben ja beim FC Bayern haben wir den Franzosen, haben wir den Ribéry und da war ja angeblich, ist da ja mal was gewesen. Ich glaube es nicht, aber deswegen ist das der einzige Grund, der mir außer den 427 Weihnachtsfeiern, die wir im Jahr haben, eingefallen ist.
Das ist, also, das ist, man lernt ja Sprachen auch, wenn man, und du weißt. Ich will jetzt auch gar nicht so. Also, ne? Du hast, also mich hast ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber ich habe mir gedacht, schreib das mal hin, das habe ich mal gehört, soll es geben. Aber es ist die Kategorie von Charlotte, wenn man in der, in der eigenen Beziehung, also nicht, wenn, ne, Französisch dann. Oder wie? Naja, aber er hat es ja auch gerade vorgemacht. Auch einer der, im Grunde hat er schon wieder, also schon, eigentlich schon wieder zweimal geschrieben. Ist das, ich hätte vielleicht noch Guayana drunter schreiben. Aber dann gibt es wieder nur 5 Punkte, also deswegen. Nein, nein, das ist, das lasse ich dir absolut durchgehen. Frau von Sinn. Ich habe ganz schlichte Ursachenforschung betrieben und natürlich Fußgeruch beim Gatten hingeschrieben. Im Grunde, genommen begegnen wir uns da auf der anderen Seite des Fußfetisches. So, richtig. Ja, selbstverständlich. Deswegen gibt es Punkte. Toll. 10 für Herrn Schröder, 10 für Frau Engelhardt, 10 für Herrn Knob und 10 für Herrn von Sinn. Und mit der geht es jetzt auch weiter. Und das interessiert mich jetzt. Ich fürchte, ich habe apportieren falsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob das mit 2p geschrieben wird, aber ich dachte, ein Haustier sollte, so ein Hamster sollte doch eine Fußmatte apportieren können. Aber die Frage ist ja, die Fußmatte macht ja eigentlich nur Sinn vor der Haustür. Wo soll er sie denn hinschleppen? Na, da muss doch Fußmatten auch unbedingt waschen, damit das nicht so isselig ist und so pilzbefallen ist. Und dazu muss dann der Hamster die Fußmatte bringen und dann tue ich die in die Waschmaschine und dann kann er sie wieder zurück vor die Haustür. Seine 2 Zähnchen. Aber du bist dir sicher, dass es ein Hamster ist und kein Jack Russell Terrier? Die werden ja gerne mal verwechselt. Du, Haustier ist Haustier. Ja. Bitte. Ja, ich finde es also einleuchtend. Toll, ja, ich finde es einleuchtend, das sollte ein Haustier können. Umso skeptischer bin ich bei der Antwort von Herrn Knob. Ja, es ist. Das kann man. Ich weiß nicht, ob. Wenn Sie so streng sagen, wir dürfen heute nicht ficken sagen, dann sollte er wenigstens Furzen schreiben. Also. Ich tue mich mit der Antwort ein bisschen schwer, denn ich finde, das ist ja das, was ein Haustier meistens per se kann. Jeder, der mal einen Hund hatte, weiß, dass es geht ja nur darum, ich möchte eigentlich nur von dir, bei welchem Haustier macht es denn Sinn? Es macht generell Sinn, weil ich sag mal so, es gibt ja immer so die Schilder vor Türen, wo dann zum Beispiel, was sich dieser Hund beißt, Vorsicht auf den Boden legen und so weiter. Ja. Jetzt hast du aber eben den eben genannten Jack Russell Terrier, so einen kleinen, ne? Und da rennt ja keiner weg. Wenn du aber weißt und du hast ja an der Reaktion, hast du gemerkt, die Leute, ich brauch's gar nicht erklären, die Leute wissen, was ich meine. Ja. Okay. Also. Es ist doch sowieso so, die Kandidaten können mir die letzte Scheiße erklären. Hauptsache, sie machen es mit ein bisschen Liebe. Ja. Ich sehe schon vor mir, Aquarium, Vorsicht, furzende Fische. Das ist einfach wunderbar. Ja, das sollte ein Haustier können, Charlotte. Ja, da muss ich dazu sagen, da kam ich in Stress hier. Weil dann habe ich nämlich von links gesehen, wie Hellas Hand auf dem Wasser. Oh. Und dann konnte ich nicht mehr machen schreiben und die anderen auch nicht. Das konnte ich auch nur teilweise schreiben. Deshalb muss ich die nachher auch erläutern, was es eigentlich heißt. Weil das sind tatsächlich Wörter, die hier stehen. Aber dadurch, wird es, dadurch wird es ja nicht falsch. Weil ich persönlich finde, wenn man lange Spaß an einem Haustier haben will, ja, dann muss man nicht stressen. Völlig richtig. Kann man die auch mal alleine lassen. Ne? Ich kann das völlig akzeptieren, ich finde das super. Ne? Vielleicht auch mal so eine Ravioli-Dose öffnen, das war ja eigentlich das, was du gemeint hast. Nein? Ohne weiteres. Ja. Richtig, was Normales. Ja, was ist denn in unserer Welt überhaupt noch normal? Ja. Apropos nicht mehr normal, Herr Schröder, was ist denn Ihre Antwort auf, das sollte man sagen. Eine,
einzige Sache wäre noch zu klären. Es geht hier darum, das sollte ein Haustier können, nicht das sollte die Hausfrau können. Nur das heißt, ganz kurz. Ich weiß gar nicht, warum wir, ich bin Feminist. Ja. Und sehr heller. Ja, das kann ich bestätigen, seit 20 Jahren. Ja. Und also auch eben mit, was ich mit den Frauen, ich wollte eigentlich eben erklären, dass die Frauen doch viel einfühlsamer sind und deswegen sollte man auch ein Haustier haben. muss man dann nicht selber laufen und ich würde niemals meine Freundin Flaschenbier holen schicken. Das gibt einen Zwischenapplaus. Das gibt einen Zwischenapplaus. Das ist der Herr Schröder, der hat auch statt einem Wellensittich einen Steinadler, der holt ihm gleich eine ganze Kiste. Okay, dann gibt es die Punkte dafür. 10 Punkte für das Flaschenbier, 10 Punkte fürs Fressen, natürlich 10 Punkte für das Furzen und die Fußmatte, die der Hamster apportiert. Ich finde, das sind, jetzt schon wunderbare Bilder, die wir heute Abend hier generieren. Das ist doch toll. Atze, damit kann man angeben mit F. Ja, da war ich raus. Ich, mit dieser Anfangsfrage wurde ich natürlich ein bisschen abgelenkt. Und Herr Lehrer, ich habe nicht mehr. Ja. Ja, vielleicht auch einfach mal, vielleicht war es auch einfach gemeint mit einer gewissen Leere, die man in sich trägt, ohne diese Gedankensperre. Ja, oder war das, habe ich da zu viel reininterpretiert? Ich habe mich ablenken lassen. Ja, das kann ja. Ich. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht kann. Ich bin nur manchmal faul. Ich sag's mal so, du bist offensichtlich nicht der Einzige, der sich abgelenkt hat. Und ich weiß jetzt auch, wer sich da gegenseitig abgelenkt hat. Charlotte, was hast du denn da stehen? Das ist doch ganz klar, Fußballer. Ja. Also mit Fußballern kann man... Das sieht in der Tat wirklich ein bisschen aus wie die Autogrammkarte von Podolski. So, aber, bitte, bitte, das heißt Fußballern. Mit Fußballern kann man angeben. Das ist wirklich wunderbares Steno, aber das ist also für eine korrekte Antwort leider ein bisschen zu wenig. Das ist leider zu wenig. Liebes Publikum, ich muss ab und zu auch mal hart bleiben. Oder nicht? Oder? Sonst ist das hier schon nach einer Runde Bruch und Dalass. Und wer kriegt es am Ende wieder ab? Das bin ja wohl ich. Ne? Ja. So, ja. So. Matze, womit kann man angeben? Mit F. Ja, Fußballfachwissen, da kann man auf jeden Fall immer schwer mit punkten. Absolut. Und hallo. Der Mann ist immerhin Stammkraft bei Waldis WM- und EM-Club. Und, ja. und sogar Hella von Sinn kann ja abseits erklären. Hella, ne? Du kannst ja ich abseits... Ich konnte das mal viele Jahre, bis sie jetzt ein aktives und ein passives Abseits eingeführt haben. Und jetzt blicke ich überhaupt nicht mehr durch. Das, ja. Nee, wirklich. Also, ich meine, ich verstehe immer noch, worum es geht. Mhm. Und jetzt aber eigentlich nicht mehr. Was soll das mit dem Passiven? Ja, das ist halt das Problem, wenn man sich's von Olli Kahn erklären lässt. Ja. Du hast das doch bestimmt drauf, oder? Wie Olli Kahn das machen will. Ja, das ist... Ja, das Problem ist ja bei Olli, der guckt ja immer überall hin. Ja. Ja, nur nicht dahin, wo er eben erklären soll. Ja, das ist... Aber Frau von Sinn schuldet uns ja noch eine Antwort. Womit kann man... Und ich glaube, das ist Ihnen sehr, sehr schwer gefallen, das mit zu schreiben. Mit dem Abseits jetzt, oder was? Nein, womit ach man... So, ach so, nee, ja, Ferrari doch wohl, oder nicht? Ja. Ja. Lolo Ferrari, oder? Nee, Ferrari. Ferrari. Auto. Wobei wir uns einig sind, dass man Sie damit nicht beeindrucken kann, Frau von Sinn. Nee. Ich fahre meine Elsa und das ist ein ganz, ganz liebes Auto. Ja, der eine oder andere sagt ja auch Ferrari, blechgewordene Impotenz, nicht? Aber das ist vielleicht auch... Ne? Sie so. Müssen es scheinbar wissen. Ich werde von RTL 2 bezahlt. Ich muss mir bei einem Ferrari definitiv keine Gedanken machen. Damit kann man angeben. 0 Punkte für Herrn Schröder, leider 0 Punkte für Frau Engelhardt. 10 Punkte für Matze Knob und trotzdem 10 Punkte für Frau von Sinn. Dinge, die man sammeln kann. Ja, Hella. Die habe ich jahrelang gesammelt. Fantis. Fantis? Mhm. Also, das ist... Elefanten. Ja, okay. Fantis! Ich nenne die nur Fantis. Ja. Kennt ihr etwa Elefanten unter einem anderen Namen als Fantis? Ja, genau.
Nur falls irgendwer vom Aufsichtsrat das missversteht, es gibt natürlich auch Spreitis und Kohli. Aber ja, das ist völlig okay. Völlig okay. Ich weiß direkt, was gemeint war. Das ist okay. Komm. Lieber Matze, was kann man denn so sammeln mit F? Also meine Mutter zum Beispiel sammelt Steine, so kleine, also so gibt's da so verschiedene. Hier, guck mal, du hast ja hier, Charlotte hat solche am Arm. Das sind jetzt aber keine Findlinge, aber es gibt ja diese größeren. Das sind Findlinge und die kann man auch sammeln. Ne? Hinkelsteine? Zum Beispiel so Asterix. Ja, Charlotte. F's halt. Ja, ich. Aber du warst auf der richtigen Spur. Du warst auf der richtigen Spur. Man kann ja auch F sammeln, aber wir waren noch. Im weitesten Sinne ist das ein Eurozeichen, oder? Total, total. Ich kann leider nicht sehen, was auf der Tafel gerade steht. Es ist. Euros! Natürlich kann man Euros sammeln, aber es ist ganz wichtig. Natürlich. Kinder, bitte. Falsche Euro. Bitte das falsche Euro. Wir fangen nochmal an. Also, das ist ja offensichtlich ein kleines F. Ja. Und ja. Wir haben alle Sesamstraße geguckt. Oh. Ja. So, no. Und natürlich kann man F sammeln, wenn die einem auf dem Schulhof verkauft werden. Das meinte ich. Jetzt mal ganz im Ernst. Es gildet, Herr Beisenherz. Es gildet, komm. Sei mal nicht so. Ihr macht mich fertig. Ja, das ist okay. Das ist ja auch nicht. Eingelenkt haben. Wir erinnern uns alle an Graf Zahl. Do you want to buy an Das F? War aber Schlemi. Schlemi war das, sorry. Ein Graf F? Zahl war ja ein Zahl. F? Do you want to buy an F? No. Nein, also F gilt. Ja. Ja. Die, übrigens wurde der Schlemi irgendwann von so einer Armenier-Bande, wurde der einfach, die haben ja gesagt, das machen wir jetzt als unser Bereich. Aber gut, Atze, Dinge, die man sammeln kann mit F. Ja, das war ja schon... Das hätte dir doch einfallen müssen. Nein, es wurde doch der Buzzer gedrückt. Facebook-Freunde oder Fick-Bekanntschaften, was ja dasselbe ist. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Okay. Gehen wir ganz kurz zu den Punkten. Schade, Herr Schröder. In diesem Fall bin ich wirklich bitter enttäuscht. Aber gut, 0 Punkte. Dann Charlotte 10 Punkte. 10 Punkte für Herrn Knob. Und natürlich für die Funkies. 10 Punkte für Frau Versinn. Damit kommen wir. Oh, muss man, wir kommen zu einem Zwischenstand. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das T zu sprechen kommen. Ja, aber bitte doch nicht, aber doch bitte kein T, wo ein F gefragt wird. Also, ne? Kleine also, Stadt in. Wenn man mich hier schon veräppeln will, dann wenigstens mit ein bisschen Klasse. Ja? Ein Zwischenstand haben wir von Atze Schröder 40 Punkte, Charlotte Engel hat 45, Matze Knot auch 45 und Ella von Sinn 55 Punkte. Ist das zu fassen? Das war Runde Nummer 1. Wir haben eine zweite Runde und wir haben neben Stadt und Land 4 neue Kategorien. Und das sind ein sicheres Zeichen für Metrosexualität. Das wird sehr spannend. Außerdem ein anderes Wort für super. Dabei will man nicht gefilmt werden. Und Sachen, an denen man schrauben kann. Entschuldigung. Was bitte ist metrosexuell? Das ganz ist so schlimm ist das. Was ist das? David Beckham, das ist so halb. Ja, das ist wie? Also alle, die metrosexuell kennen. Also nach der allgemeingültigen Definition sind es heterosexuelle Männer, die sich aber so verhalten, als wären sie homosexuell. Ja. Das ist das, wie der Volksmund Metrosexualität interpretiert. Ja. Das ist niemand, der es gerne in der U-Bahn treibt, sondern das ist tatsächlich der Metrosexuelle. Oder natürlich alle Fußballer. Fußballer. Ja, wir starten die nächste Runde und zwar mit einem neuen Buchstaben. Der Hotbutton schlägt gleich zu, meine Damen und Herren. Und wenn der Chef mich rausschmeißt. L! Und los geht's! Wir haben noch nicht gelöscht! Und wieder einmal kreisen die Stifte, da schreiben sie sich die Kuppenwund, meine Damen und Herren. Sie dürfen gespannt sein. Ein
Ja, ein sicheres Zeichen für Metrosexualität wird hier genauso behandelt wie ein anderes Wort für super. Ich bin sehr gespannt. Außerdem, dabei will man nicht gefilmt werden. Da gibt es sicherlich sehr spannende Antworten. Jeder Prominente von uns hat einen guten Anwalt und hat so alles mal abgeschmettert. Und Sachen, an denen man schrauben kann. Wir sind bei RTL 2. Ich bin mir ganz sicher, wir werden tolle Antworten kriegen, die sich wahrscheinlich auch mit der menschlichen Anatomie beschäftigen. Ich kann mich darauf meine Prominente verlassen. Nein, Mann! Okay, wir fangen an. Atze, komm. Stadt mit L. Lomé. Lomé, das ist Hauptstadt in Afrika. Von Togo. Und das ist Togo. Togo, ja. 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 Lomé. Charlotte. Ja, krass, Ludwigsburg. Ludwigsburg? Ja, ganz krasser Einfall. Kann man so gelten lassen. Matze, ja. Ja, ich hatte erst Leipzig und dann dachte ich mir, nee, ich will ja 10 Punkte, hab dann Lippstadt genommen, was ja meine Heimatstadt ist. In der Heimatstadt fliegen ihm jetzt wieder die Herzen natürlich, zu. Natürlich, natürlich. Ja. Du bist ja... Es gibt ja auch sogar noch ein zweitberühmtes Lippstädter Brüderpaar, direkt nach dir. Du bist der Bekannteste, danach kommen gleich. Ich kenne die gar nicht. Nein, du meinst natürlich die Rummeniges und das sind ja drei. Also ja, es gibt ja drei Rummeniges, genau. Oh. Und alle drei Fußball gespielt. Einer dann beim, ich glaube, FC Gütersloh. Ja. Der hat es dann nicht ganz bis oben hin geschafft. Offenkundig. Und die anderen beiden, was denn? Offenkundig hat das nicht ganz. Offenkundig, ja, aber immer noch weiter als ich. Ich bin ja nur Kreisliga A. Und dann haben wir noch Michael und Karl-Heinz Rummenigge, hat man ja vielleicht schon mal gehört. Aber alle straight metrosexuell, ne? Das kann ich hier nicht sagen. Ich denke Michael mal. Auf jeden Fall. Nein, okay, Heller. Ja. Ja. Luxemburg! Ja! Kann man nicht meckern. Dann kommen wir zu den Punkten. 10 Punkte Atze Schröder, 10 Punkte Charlotte Engelhardt, 10 Punkte Matze Knob und 10 Punkte Ella von Sinn. Frau von Sinn, was haben Sie denn bei Land geschrieben? Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich habe irgendwie geahnt, dass der Atze sowas von Gas gibt. Und da konnte ich einfach nicht weiter nachdenken und habe schnell Luxemburg hingeschrieben. Ja. Was soll man da sagen? Was soll man da sagen? Wo ist Luxemburg bei Ihnen auf dem Overall? Kann man das? Nee, ich weiß gar nicht, was Sie für eine Flagge haben, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Naja. Wie sagt der eine oder andere Steuerzahler, Luxemburg ist meist am Arsch. So, Matze, Luxemburg. Ja, ich hatte gar keinen Einfall und habe dann von Hella die Stadt abgeschrieben und habe es als Land genommen. Ich sag mal so, billig aber einfach, einfach aber billig. Charlotte, Land mit L. Lettland. Lettland. Oh. Ein Land, das man zu Recht vergisst. Das taucht eigentlich immer nur einmal im Jahr auf beim Grand Prix. Nein, das heißt ja jetzt, wie heißt es denn jetzt hier? Eurovision Song Contest. Ja, ich habe auch Lettland. Du hast auch Lettland. Ja. Aber es fällt euch beiden schon auf. Ja, das ist also, die Punkte gibt's für Atze 5, Charlotte 5. 5 Matze, 5 Heller. So, jetzt kommen wir zu meiner, ich möchte fast sagen, zweitliebsten Kategorie. Ein sicheres Zeichen für Metrosexualität mit L, Atze. Ja, Latex. Ja. Was? Beim. Klar, oder? Ja. Kannst du das? Nur um ganz sicher zu gehen, in welcher Form? Als Hose. Als Hose? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Otti Fischer in der Latexhose vorstelle, dann muss ich sagen... Das ist aber dann auch fast schwul, ne? Also das reicht schon dann? Ja, aber eben auch nur fast. Ja, also das ist der, dann ist der schon schwul. Also, oder, nee, oder? Nee. Du hast ja eben erklärt, metrosexuell sind Männer, die sich schwul geben, aber es nicht sind. Ja. Und da ist so eine Latexhose doch sehr förderlich. Ja, ja. Ja, das muss man wohl. Ja, komm, wir lassen das einfach so stehen. Ich möchte darüber gar nicht mehr drüber diskutieren. Charlotte. Was soll ich machen? Hier, auch also Latexhose. Jetzt, Kinder, langsam wird es aber auch ein bisschen auffällig. Aber ich kam drauf, weil... Und dann dachte ich, das vielleicht... Also,
Da muss Charlotte aber 10 Punkte kriegen und ich auch, ne? Weil ich Latex insgesamt einsetzen möchte und du als Hose. Ja. Ja, darüber also darauf können wir uns einfach. Ich muss noch ganz kurz nachhaken. Da können wir uns nicht drauf einigen. Also was natürlich vom Erklärungsansatz her ein bisschen schwierig ist, wir gehen ja davon aus, dass es immer Männer sind, die heterosexuell sind, sich aber wie Homosexuelle anziehen. Ja. Da bist du als Frau in der Latexhose natürlich grundsätzlich erstmal so ein bisschen hinten dran. Habe ich jemals was zu meiner sexuellen Orientierung gesagt? Ja, aber es muss doch ein Mann sein. Es muss doch ein Mann, ein Mann trägt doch auch Latexhosen. Guck dir mal die ganzen Fußballer an, wenn die abends in der Disse sind. Die haben alle entweder solche Schals oder so Latexhosen an. Und gut, davon sind auch viele schwul, was wir aber nicht wissen. Aber trotzdem könnte es sein, wie auch immer. Also und tatsächlich der Punkt. Ich dulde nicht, dass Andi Brehme hier noch durch den Kakao gezogen wird. Und ich muss sagen, ich war eben mit Charlotte in einer Garderobe, habe ihren Ausweis gesehen, da steht eigentlich drauf Charles Otto. Also das heißt eigentlich... Okay. Wir klären das gleich noch mal mit Frau von Sinn, sobald sie dran ist. Da gibt's sicherlich mit noch der Latexhose. Oder ist das für Sie jetzt schon okay? Ich habe jetzt erst erkannt, du hast nur Latex geschrieben und du Latexhose. Dann bin ich auch für beide 10 okay. Punkte. Ist okay. Ja. Natürlich. Okay. Gut. Matze. Ja. Ein sicheres Zeichen für Metrosexualität. Ist definitiv der lange Zopf. Ich kann mich erinnern, David Beckham, der ja als Metrosexueller gilt, hat ja bei Real Madrid einen Zopf gehabt. Und es gab noch einen Fußballspieler, damals ein Schweizer, wie heißt der? Alan Sutter. Sutter, richtig. Alan Sutter hatte auch immer einen langen Zopf. Und das ist für mich also ganz klar, sind das für mich 10 Punkte. Ja. Zumal Karl Lagerfeld trägt ja auch einen Zopf und der tritt jetzt nicht unbedingt den Gegenbeweis an. Insofern ist das schon völlig okay. So, weiter geht es mit Frau von Sehn. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort. Ja, weil ihr mir das eben erklärt habt, habe ich natürlich Lippenschminken. Und das ist völlig in Ordnung. Also völlig in Ordnung. Ich möchte nur eben kurz darauf verweisen, dass natürlich Charlotte Engelhardt in ihren Latexhosen jeden, auch Homosexuellen, zurück aufs andere Ufer beziehen können. Ne? Zumindest gedanklich. Oder? Ich gebe mir Mühe. Ja. So, Punkte gibt es. Für Latex 10 Punkte. Für die Latexhose 10 Punkte. Für den Langzopf 10 Punkte. Und natürlich für das Lippenschminken. Frau von Sinn, sie kommt aus einer Region, in der die Menschen grundsätzlich sehr euphorisiert sind, eigentlich fast alles gut finden, richtig? Das ist ja so ein bisschen die. Ist das so nur, weil wir gerne Karneval feiern? Ja, so ein bisschen so. Also ist ja schon sehr viel Lebensfreunde. Ne? Das andere Wort für super aber sollte eigentlich. Aber natürlich ein anderes Wort für super lecker. Lecker Mädchen, lecker Kölsch, lecker jetzt zum Müffele. Aber ich hatte halt keine Zeit, weil Herr Schröder sich ja unbedingt rächen muss. Hätten Sie es doch geschrieben. Ich meine, in Köln... Ich habe einfach die Zeit nicht gefunden. Also in Köln... Weil ich erst mal alle Els schreiben musste. Weil ich... Vielleicht kann ich das mal eben erklären. Wir hatten eben vor der Sendung eine Probe. Und es ging um ein Wort mit N. Und ich habe dann drei Wörter mit K geschrieben. Ja, und deswegen muss ich jetzt immer erst... Es stimmt wirklich, aber der Lernerfolg ist jetzt schon erkennbar, liebes Publikum. Ein Sonderapplaus für Frau von Sinn. Ja! Danke! Also, und sagen wir es mal so, im Kölner Karneval geht das Wort super auch durch, aber leider sind wir ja auch hier gar nicht in Köln. Und diesmal gibt es leider 0 Punkte. Nächster, Matze Knob. Ja, ich habe lecker genommen. Muss allerdings sagen, wenn Latex und Latexhose jeweils 10 Punkte gibt, müsste auch lecker und wir sind ja quasi wir drehen ja hier auch quasi als Team auf, müsste das eigentlich auch... Wie sie sich hier bei Frau von Sinn einschleimen, ist wirklich plump und peinlich. Alleine dafür müsste es 5 dazu geben. Dankeschön. Herr Knob, wenn Sie jetzt nicht weiterreden, dann gibt es die 10 Punkte gleich. Charlotte. Ich möchte gar nicht so dumm rumschleimen, auf jeden Fall, sondern ganz ehrlich sein. Und mir ist halt nichts eingefallen. Also mir schon eingefallen, aber dann ging es halt zu schnell hier rechts ausnahmsweise mal. Ich konnte nicht abgucken, ich konnte gar nichts. Und dann hieß es alles so lang. Mit deinem Buzzer. Und deswegen habe ich nichts, aber ich finde, für meine Ehrlichkeit verdiene ich mindestens 5 Punkte. Ja, die 5 Punkte gibt's. Und
verteile ich dann irgendwann nochmal aus Goodwill. Jetzt allerdings nicht. Außerdem gibt es die 5 Punkte eh nur, weil sie ja von Frau von Sinn ja mehr oder weniger das L übernommen haben. Dann ist es eine Doppelung, dann ja, gibt es noch 5 Punkte. Und dann aber die 5 Punkte wieder abgezogen für ach, ja, nee, Kinder. Das gibt auch nur Kuddelmuddel. Atze, bitteschön. Lattenscharf. Lattenscharf. Ich persönlich kenne ja nur Rattenschaf. Nee, Lattenschaf gibt es auch. Sagen die Asiaten. Sagen die Asiaten. Sagen die Asiaten. Bravo. Charlotte. Erste Getränk auch nicht. Ich kann nicht korrigieren, die sagen Lattenschaf. Nein, ist, aber dem ist nichts hinzuzufügen. Also Latten. Scharf, das kennen wir doch alle seit Jahren. Ja. Lattenscharf. Also ich bin ja auch viel, viel jünger. Ja, ja, aber es gibt Latten. Wir haben Lattenscharf, zaunzornig, mauermopsig. In den ganzen Mauerbereich die Adjektive zu suchen, war immer schon eine Kernkompetenz von uns allen. Ach so, ich dachte, das wäre die Kernkompetenz der ehemaligen DDR-Bürger. Aber da kann man mal wieder sehen. Also, wir liefern in dieser Sendung ja auch intime Einblicke in das Privatleben unserer Stars. Ja. Atze, ja. Wann warst du das letzte Mal lattenscharf? Ich frage ja. Ja, eine meiner frühen Karrieren war ja, da war ich bekannt als einarmiger Steher Ramirez in der polnischen Erotikszene. Zu der Zeit haben wir sehr viel sowjetische Halbjungfrauen über die Grenze nach Tschechien geschmuggelt und da entstand dieses Wort. Ah ja, das finde ich schön. Finde ich schön. Manchmal bin ich so müde. Also ich persönlich bin dabei gerade ein bisschen scharf geworden, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und wir kommen, apropos scharf, direkt zur nächsten. Herr Balmer, solange sich der Tisch vor Ihnen nicht in die Höhe bewegt. Ich bin bald verheiratet, ich muss das nicht mehr. So, wir kommen zu den Punkten. Herr Schröder, 10 Punkte. Frau Engelhardt, leider in diesem Falle 0 Punkte, ja. Aber da kommen ja noch welche. Natürlich. Herr Klob, natürlich. Auch 10 Punkte. Frau von Sinn, leider 0 Punkte. So. Wir waren bei Lattenscharf. Das passt natürlich sehr gut zur nächsten Kategorie. Dabei will man nicht gefilmt werden. Herr Schröder, mit L. Lausemädchen lutschen. Was? Ich bin da so schlecht informiert. Was genau sind Lausemädchen? Ja, auch da muss ich mich schon wieder als Rächer und auch Verteidiger und natürlich als Edelmann präsentieren. Ich finde das, was Herr Kachelmann gemacht hat, ich meine, er ist ja freigesprochen worden, aber überhaupt so viele Frauen so zu betrügen, fand ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich, und er hat seine Mädchen ja alle Lausemädchen in den SMS genannt. Ja. Und deswegen denke ich, das möchte man nicht machen und dabei auch nicht gefilmt werden beim Lausemädchen. Ist er dabei gefilmt worden? Wissen Sie da mehr? Sie haben ja sehr gute Kontakte zur Bildzeitung. Auch er wusste frühzeitig, dass man dabei nicht gefilmt werden will. Ja. Vor allen Dingen wäre es vielleicht schlauer gewesen, sich grundsätzlich mal eine SMS-Flat einzurichten. Dann kommt dann günstiger, aber gut, sei es drum. Matze, nein, falsch, Charlotte, um Gottes Willen, dieses Thema macht mich völlig kirre. Komm, man kann mal kirre. Was genau, ist das norwegisch? Ja. Und was heißt das? Das ist ein norwegisches Wort. Du hast jetzt die Gelegenheit, mich zu bescheißen. Ja, ja, ich weiß, ich habe nicht vor, das ist ein norwegisches Wort und das besagt, wobei man nicht gefilmt werden möchte. Also auf norwegisch. Wobei denn jetzt? Beim Löwesen. Bei dir, was? Beim Löwesen. Löwesen. Löwesen ist... Also Fremdsprachen sind leider hier nicht. Aber dieses Löwesen, das würde mich schon noch mal interessieren. Löwesen, es gibt ja schließlich auch noch eine Aftershow-Party. So eher Richtung Afterparty. Also Aftershow. Also Afterparty. Ja. Aber ich jetzt raus, weil norwegisch gilt es ja nicht. Man sagt ja auch. Ich glaube, man sagt in Oslo auch, soll man mal eine Runde Löwesen. Ja, also Löwesen. Und dabei will man nicht gefilmt. Nach der Sendung erklären Sie mir bitte noch mal ganz kurz, was eine Afterparty ist. Matze, wir gehen ja auch ein bisschen davon aus, wobei du nicht gefilmt werden möchtest. Also mit ich, L. Ja. Was ist es denn? Ja, beim Lutschen möchte ich nicht so gerne. Yes.
Ich finde, das ist durchaus auch ein sehr intimes Ding. Also ja, wenn man sich als Kind fängt man ja auch schon mit Lutscher. Trägst du dabei Windeln oder nicht? Jetzt mal auf, du Arschloch. Wenn du meinst, dass du irgendwie mich jetzt irgendwie, weißt du, ankippen kannst, dann finde ich das natürlich scheiße, du ehrlich. Du weißt ganz genau. Du weißt ganz genau. Jetzt hört man mit der blöden Klatscherei auf, da kann man doch gar nicht sagen. Ja. Du weißt dem? Ganz genau, jetzt hör mal auf, du. Du weißt ganz genau, dass ich irgendwie ab und zu mal so, also jetzt hier mal, die sind ja ein bisschen jünger auch manchmal bei mir und so, die Mädels, und wenn die dann im Garten, dann muss ich immer mitlutschen und dann sind die auch scheiße. Da will ich natürlich auch nicht, dass das einer, das ist ja Pietro Lombardi, da mit der Kamera irgendwie steht, weißt du. Oder? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Dann zählt das. Und für den Album zählt das. Dafür mache ich mich jetzt persönlich stark, dass das zählt, ja. Hella. Tja, diesmal lassen wir das L gelten. Ich würde den Kollegen bitten, ein wenig näher auf mich ranzuzoomen. Jetzt stellt euch vor, ich probe gut gelaunt für mich alleine einfach das, noch näher bitte, das L, ja? Bitte so, ja, ruhig noch ein bisschen so. Also. Und dabei fällt mich einer, dann denken die Leute, ich mache Reklame für den 180er Lambo. Und ihr glaubt jetzt, dass ich das nicht zähle, oder was? 10 Punkte, super. 10 Punkte. 10 Punkte für den Lutscher. Leider 0 Punkte. Und natürlich 10 Punkte für Herrn Schröder. Ach, ist das herrlich, Frau von Sinn. Ist das schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ja, aber das werden Sie ab jetzt immer. Dankeschön. So, wir kommen zur letzten Kategorie der gesamten Sendung. Oh. Das geht hier, ja, das geht ratzfatz, oder? Es geht ratzfatz. Frau von Sinn, Sachen, an denen man schrauben kann, mit L. Ja, Lampenschirm. Und zwar habe ich das vor allen Dingen, das gibt manchmal Hotels, da ist der Lampenschirm an dem Gewinde der Birne. Ne? Dann ist die Birne, hat einen Wackelkontakt. Da musst du an dem Schirm schrauben, damit die Birne irgendwann Kontakt zum Strom hat. Ja. Alle bestätigen das, Herr Wagner. Ja. Das ist natürlich völlig korrekt, völlig richtig. Matze, was hast du? Ja, ich habe das Lenkrad genommen. Jetzt ist es ja so, es gibt ja heute eigentlich kaum noch Lenkrads, wo man wirklich dann rumschrauben kann. Außer ja, beim Fiat. Da ist das noch möglich. Und wenn man die eine Schraube löst, fällt auch gleich das ganze Auto auseinander. Aber das geht tatsächlich. Und jetzt gegen Ende dieser wunderbaren Sendung, die natürlich noch nicht vorbei ist, aber sich langsam dem Ende zuneigt, kommen wir nochmal in den Bereich der subtilen bis offenen Erotik. Frau Engelhardt, Sachen, an denen man schrauben kann. An dem Glover. An dem Glover. Oh. Come on. Mm. Ja. Soll ich das noch erklären? Ich glaube jetzt nicht. Jetzt kommt eine Antwort von Herrn Schröder. Und ich bin mir sicher, auch diese wird morgen wieder in der Bild-Zeitung stehen. Ich lehne mich jetzt einfach mal sehr entspannt zurück und lass mir das mal erklären. Ja, ich möchte jetzt erstmal von Ihnen als absoluten Promi-Experten wissen, schreibt man die mit einem L oder mit zwei? Was mich viel mehr interessiert ist bei dieser Antwort, Herr Schröder, drei, haben Sie oder wollen Sie noch? Ich habe es mal versucht und es war eigentlich auch, es fiel auf fruchtbaren Boden, um es mal so auszudrücken. Nur der verlebte Rote hatte was dagegen. Was mich natürlich sehr, sehr freut, ist, dass zum Ende dieser Kategorie ich allen noch mal 10 Punkte geben kann. Yay! Was uns zu einem Endergebnis bringt von insgesamt 80 Punkten, Scheiße, Charlotte Engelhardt. Aber
Meisterin der Herzen. Aber wir können jetzt schon mit Stolz und Recht behaupten, die Integration in Deutschland ist geglückt. Danke. Und Meisterin der Herzen. Meisterin der Herzen. Ja. Einen Sonderapplaus bitte für Frau Engelhardt. Dicht gefolgt von dem Lockentitan Atze Schröder. 95 respektable Punkte. Und ganz vorne liegen heute, wenn auch nur knapp ganz vorne, aber ganz vorne, Matze Knob und die fantastische, das kann man wirklich sagen, Hella von Sinn. Ja, stumpfe Punkte sind uns ja eigentlich herzlich egal. Am Ende küren wir die drei besten Antworten dieser wunderbaren Sendung Stadtland Punkt, 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 die kreativsten Aussagen. Und die für mich besten Antworten heute Abend sind auf Platz 3 Hella von Sinn aus der Kategorie Das sollte ein Haustier können. Hamster sollten Fußmatten abortieren. Auf Platz 2 liegt Matze Knob mit der Aussage statt mit F, T. Auf Platz 1 Atze Schröder, der zumindest für mich das völlig neue Wort kreiert hat. Ein anderes Wort für super. Und das wird ja in China offensichtlich ja häufiger schon benutzt. Ja. Latin Schalf. Wunderbar. Das war eine wunderbare Runde. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Hella von Sinn, Charlotte Engelhardt, Matze Knob, Atze Schröder. Das war's für heute Abend mit Stadt, Land. Ach, ist das toll. Dankeschön. Dankeschön. Roter, Roter.